You're gonna need a picture tomorrow night. Yeah. Yeah, WhatsApp photo. And he'll send one too. Just don't send it with your bath shorts on. Marco, everything's good, Marco? I'm Morales and Glyph. First, let the birds out of the room. Teddy Flaus. Du Vogel. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz zur Vorstellung des neuen Eisbären-Cheftrainers Serge Aubin. Es ist der 24. Eisbären-Cheftrainer in der Geschichte seit 1991. Wir freuen uns, dass Serge heute hier ist und wir ihn vorstellen können. Wir freuen uns aber natürlich, dass Sie so kurzfristig kommen konnten und freuen uns auch, dass wir erstmalig in der Geschichte der Eisbären Berlin eine Pressekonferenz auf YouTube übertragen. Deshalb auch ein herzliches Willkommen an alle Zuschauerinnen und Zuschauer auf YouTube. In dem Zusammenhang bitte ich Sie alle nachher, wenn die Fragen gestellt werden, dann auch ins Mikrofon zu sprechen. Ich weiß, es ist immer ein bisschen ungewöhnlich und nicht so schön, aber es hilft uns dann auch, die Frage direkt ins World Wide Web zu transportieren. Ich stelle kurz das Podium nochmal vor. Wir haben unseren Geschäftsführer Peter John Lee ganz außen in der Mitte, Serge Aubin und Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer auch da. Und ich denke, wir können beginnen mit dem Statement von Pete. Ja, ja, schön, dass so viele Leute gekommen heute. Ich weiß, das ist Sommer, aber ja, WM ist kurz vor Start. Schön über Eishockey zu reden. Ich habe immer das Gefühl, dass Sommer ist immer zu lang. Aber wir haben uns seit Dezember viel Zeit gelassen, das Team analysiert, den Markt beachtet, viele Optionen gesprochen, mit eigenen Kandidaten ausgetauscht. Und ich glaube, wir sind mit Serge voll überzeugt, dass er erfüllt unser Anforderungsprofil am besten. Ich weiß, da war viel spekuliert über die letzten paar Wochen, wie es ist bei uns, bis alles unter fachem Dach. Es ist schön immer zu spekulieren, aber wir freuen uns, dass wir das geschafft haben in den letzten paar Wochen, alles auf Papier zu bringen und welcome to the Eisbären family. Danke, thank you. Danke, Pete. Rich, machst du? Ja, also guten Mittag zusammen. Normalerweise bei Präsenz haben wir guten Nachmittag und Abend, aber es ist schön, alle zu sehen, so im Sommer, dass viele sind hier gekommen. Ja, wie Pete hat schon gesagt, es war ein langer Prozess. Wir haben viele Punkte aufgeschrieben, dass was eine neue Eisbären-Trainer mitbringen sollte. Ich glaube, dabei spielen auch formal unsere Erfahrungen aus den vergangenen beiden Jahren eine entscheidende Rolle. Manchmal von diesen Punkten haben wir gesagt, sehr wichtig, den neuen Trainer zu finden. Drauf gut passt und den meisten Punkt erfüllt. Folgende Punkte waren besonders wichtig: starke Führungsqualität, eine Präsenz, eine gute Kommunikation mit den Spielern, mit dem Trainerteam und auch mit den Betreuern. Außerdem hatten wir auch
schöne Wand, seinen Trainer zu finden, das Eisbären Eishockey spielt. Und das gibt das früh das Identität zu den Mannschaft. Wir wollen schnell und erfolgreich Eishockey spielen. Natürlich geht auch eine Mannschaft zu haben, das verantwortlich in die Defensive ist. Wichtig auch war Erfahrung von der DL, dass es die DL kennt. Dass gute Arbeit mit jungen Spielern ist. Und auch ein guter Benchcoach, sagen wir in der DL. Dass immer aufpasst, was auf dem Eis passiert, welcher auf dem Eis ist. Und kann immer während des Spiels vielleicht ein paar Änderungen mitbringen. Natürlich, wie schon gesprochen, kenne ich Serge auf unserer Gemeinschaftszeit zusammen und waren auch wieder mal in Kontakt. Aber was hat uns überzeugt, ist die Entwicklung, die Serge Aubert in den letzten 3 Jahren gemacht hat, besonders in Österreich, wo nichts mit einem großen Big Budget Team zu sagen, mit vielen jungen Spielern gearbeitet, war zweimal Erster und einmal Meister. Danke, Stefan. Serge, die ersten Worte als Eisbären-Cheftrainer? Ja, danke. Guten Tag zusammen. Freut mich. Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht so gut, so ich kann verstehen ein bisschen besser denn sprechen. So I will go in English if you allow me. It's an honor to be here. Really is. Over the past few months, after the Zurich episode, I had a chance to get in touch with Pete and Stefan and discussed a lot about the hockey. And it came very clear to me after many discussions that, you know, we had the same vision in mind. And the vision that the team wants to go with some good young players mixed with a good group of veterans and, you know, play passionate hockey. I understand really well the fans in Berlin and the passion that is in the city for the sport. And that's something that I'm looking forward to live on a daily basis. And, you know, so I'm very, very happy to be here today and very fortunate. Stop. Can I translate sure. just a little bit? Sure, go ahead. kurze Übersetzung des ersten Parts vom Statement von Serge Aubert. Er sagt, es ist ihm eine große Ehre, hier zu sein. Er hat in dem Prozess, in dem er in Kontakt war in den letzten Monaten mit Peter John Lee und Stefan Richer herausgefunden, dass sie die gleiche Vision teilen, dass sie er hat festgestellt, dass es ihm sehr viel Spaß machen könnte, für die Eisbären zu arbeiten, in der Art und Weise, wie hier gearbeitet und auch Eishockey gespielt werden soll. Und er freut sich unglaublich darauf, die Leidenschaft zu spüren, die hier in der Stadt für die Eisbären da ist, unter den Fans, unter den Spielern. Und er freut sich auch darauf, mit den jungen Spielern zu arbeiten und mit der Mannschaft zu arbeiten. Ja, yeah, thanks. I won't speak too long because I'm sure you guys will have some questions that I'll be gladly answer. But I have a clear vision of how I want us to play, and we want to represent the passion that our fans have for the game. We want to play a style of play that is fast, that is dynamic, and bring passion to this building. And I think for me, it's really exciting to see the upcoming young guys that we have, the passion that they have. I've met some of them today for the first time. That's why I'm here right now, to establish those relationships early so we can build and move forward. So it's a great privilege again to be here. And whatever questions you guys have, I'm here to answer them. And I'm just thankful I'm here. So thank you for being here. Okay, er sagt, er will nicht zu viel
vorwegnehmen. Sicherlich gibt es die eine oder andere Frage, die er dann auch noch beantworten kann. Er sagt nochmal, dass er eine klare Vision hat, wie die Mannschaft spielen soll und wie er will, möchte, dass die Mannschaft spielt, nämlich leidenschaftliches Eishockey. Er will die Mannschaft, dass die Mannschaft mitreißend spielt. Sie sollen schnell spielen und sie sollen diese Leidenschaft, die auch von außen kommt, sie sollen die Arena mitreißen. Er sagt, er freut sich darauf, mit den jungen Spielern, wie ich es gerade auch schon gesagt habe, zu arbeiten, dass er schon bei denen auch diese Leidenschaft und dieses Mitreißende wecken kann. Und er hat heute schon ein paar von den Jungs getroffen beim Sommertrainingsstart und er will jetzt schon den Grundstein legen für seine Arbeit für die kommende Saison. Deshalb ist er jetzt diese Woche in Berlin und möchte mit vielen Jungs reden und die ersten wichtigen Sachen erfüllen und den Grundstein, wie gesagt, für die neue Saison legen. Okay, dann waren das die Statements. Ich komme einfach mit dem Mikrofon rum und bitte jetzt um die Fragen der Kolleginnen und Kollegen. Gibt es Fragen? Herr Engler? Ah, okay. Wer fängt an? Wenn Sie heute schon viele junge Spieler gesehen haben, Berlin hat sehr viele Talente, mussten sogar welche weggeben nach Schwenning und nach Wolfsburg. Was halten Sie von den Reihen jetzt erstmal, was Sie sich unterhalten haben mit den Jungs? Can you say a little bit more about the young guys? What do you think of the young guys? You talked to some of them, you said, and can you say something? Yeah, well, I know they're talented, that's for sure. And this opportunity just got fixed like not too long ago for me, and I was actually coaching at the World Championship for the U18, so that's why I'm here right now, because I really want to dig deep and getting to know more about them. And I will spend some time on video also to really, you know, take a close look at their skill set, and I'm here to create that relationship now to make sure that we can take them to the next level. Also er ist jetzt hier, um mit den Jungs eine Verbindung, eine Beziehung aufzubauen, um sie dann auf das neue Niveau, auf das nächste Level zu heben. Er weiß, dass es viele Talente gibt. Er wird sich auch noch Spiele auf Video angucken, wird feststellen, wo sind ihre Stärken, wo sind vielleicht noch Schwächen, und will jetzt, wie gesagt, das alles vorbereiten, um dann zum Beginn des Trainingslagers gleich voll durchstarten zu können. Manne, würdest du das Mikrofon an Lubo weitergeben? Der hatte auch eine Frage. Inwiefern sind Sie bei der Spielerverpflichtung eingebunden? Gut, nun ist ein Spieler, Ihrer Lieblingsspieler, wahrscheinlich aus Wien schon hierher gekommen, über Düsseldorf. Wie sind Sie eingebunden in der Verpflichtung von neuen Spielern? How involved are you in the process of signing new guys? One of the guys that might have come to, because you recommended him, was Ryan McKinnon. Maybe Rich can answer that. Ja, ich glaube, ich wie immer bei jeder Verpflichtung analysieren den Markt, dann sprechen wir mit dem Trainer, dann machen wir die Entscheidung. Mit McKinnon schon habe ich selbst angerufen, wie bei jedem Spieler, das Verpflichtung. Wir rufen immer die Trainer, dass er vorher trainiert. Aber McKinnon war schon unter meinem Radar vor ein paar Jahren. Gescoutet, wenn er in Österreich in Vienna war. So, aber sicher ist, dass jetzt das von vorne gehen, dass Serge mit involviert und dass wir dann sprechen über die Verpflichtung, wie wir haben immer gemacht. Es ist immer, dass als Sportdirektor ich schaue den Markt analysieren und vor, dass wir das finale Entscheidung, dann sind wir immer mit den Trainer. Das Verpflichtung zu sprechen.
Sasha, you want to add something? Or? No, I think we obviously I'll talk with Stefan on a daily basis about moving forward here, and you know, that's we'll just discuss about everything. Sie werden alle sprechen. Er wird sicherlich täglich mit Stefan im Austausch sein. Weitere Fragen? Question, Mr. Aubin. You were talking about particular style of play, like playing quicker and more aggressive properly. Have you identified any details what has to change from what the team did over the last season or the last couple of seasons? To be quite honest with you, no. But I know where I'm going, and I have a clear plan, and I will. That's why I'm here right now, to take a deeper look into whether it's video sessions or video from the past years, getting to know the athlete, the individual, see where and how far I can push them. And that being said, like as far as the style of play, I know exactly what I want, and it will. We will implement that when the time is right. Die Frage war, ob er Veränderungen schon weiß, worauf er Wert legen wird, was passieren muss da in seinen Augen. Und er sagt, nein, er hat noch nichts analysiert. Er weiß noch nicht, was jetzt hier war. Aber das ist auch in dem Fall egal, weil er hat einen klaren Plan, er hat eine klare Vision, er weiß ganz genau, wie die Eisbären in Zukunft Eishockey spielen sollen. Und genau darum geht es jetzt per Video und durch die persönlichen Gespräche auch mit den Spielern jetzt zu analysieren, damit dann alles gleich losgehen kann. Ihnen brauche ich es ja nicht zu erklären, dass der Torwart im Eishockey die zu 80% fast schon wichtig ist für den Erfolg. Wie wollen Sie auf der Torwartposition bei den Eisbären verfahren? Wie sind Ihre Vorstellungen zum Goalie? Wie ich habe schon gesagt, wir analysieren jetzt den Markt. Wir haben noch nicht entschieden, ob wir würden auf die Deutsche mit Deutsche gehen oder nach Russland in Tor gehen. Analysieren alle und auch was auf den Markt gibt. Ich glaube, dass wir bald eine Entscheidung treffen, aber wir wissen, dass die Position sehr wichtig ist. Aber wir wissen auch, dass wir haben auch viel Potenzial mit unseren Deutschen, dass wir schon unter Vertrag haben. Aber wie gesagt, es gibt keine finale Entscheidung getroffen, wer wird im Tor nächste Saison bei uns stehen. Aber wir wissen, dass wir schon in Cooper und Franz Repp zwei gute Jungen haben, aber Seeker wird noch einer kommen, die beide zu unterstützen. Ich habe gleich mehrere Fragen. Und zwar fahren Sie jetzt zur WM, werden sich dort die Mannschaften ansehen, ziehen Sie mit Ihrer Familie nach Berlin und haben Sie den Eisbären verziehen, dass Sie Ihre aktive Laufbahn beendet haben? First thing, are you going to go to the World Championships or not? There's a possibility that I will go. I just came from one and I might go to the next one, so it's a possibility. But I will 100% be here in June when we do our camp with our youngster. I'll come back and watch them live on the ice and spend some more time with them before heading probably to LA at the end of June. Okay, also es gibt eine Chance, dass er zur WM fährt, jetzt gerade bei einer, und vielleicht wird er zur nächsten dann auch noch fahren, weiß er noch nicht ganz genau. Er ist auf alle Fälle in Berlin nach der Woche jetzt dann wieder zum Development Camp von den Eisbären Anfang Juni und wird dann wahrscheinlich auch zum Development Camp der LA Kings Ende Juni nach LA reisen. Are you going to move to Berlin with your family? That's the second question of Manfred. Yes. Until I'll be in Switzerland until in and out of Berlin until the end of June, because my children are still in school. But July 1st, I'll be moving to Berlin with my family, and we will be here all summer.
Also am 1. Juli wird er umziehen nach Berlin mit der Familie, weil jetzt sind die Kinder noch in der Schule. Und dann wird er in Berlin sein. Meine, die letzte Frage war? Da musst du mir jetzt nochmal helfen. Aber das war nichts gegen Eisbären. Was ist Eisbären? Ja, das war mein letztes Spiel. Ja, ja. Ja. 3-5, right? All the grudges? No. Yeah. Yeah. Are you still mad about that? Only the Eisbären about that. I was never mad. I was just sad that I broke my hand, but it's... Listen, I've always really enjoyed coming here and feeling the passion and the love for the game. And I'm just thrilled today that I have a chance to work here. Er war nie böse, er war bloß traurig, dass er nicht mehr weiterspielen konnte. Und nochmal gesagt, es hat ihm wirklich immer sehr gefallen, wenn er nach Berlin kam, und hat wirklich nur gute Erinnerungen an die Leidenschaft, die hier vorherrscht. Und er ist einfach sehr begeistert davon, jetzt hier arbeiten zu können. Gibt es weitere Fragen? Manne, du müsstest das Mikrofon dann mal an Tom reichen, bitte. Danke. Ja, gab es in Bezug auf den weiteren Trainerstab schon Entscheidungen? Is already decided about the who's gonna be assistant coach? Ich kann vielleicht das. Ja. Deswegen ist Sergio diese Woche. Er wird mit Ali treffen. Er hat schon heute mit zwei gesprochen und werden wir dann in der nächsten Woche entscheiden, wie das Trainerstab wird. Anschauen, aber wie gesagt, Serge wird wichtig war, erst die Trainer zu finden, und jetzt wir geben die Chance mit Serge, mit Ali Co-Trainer und Torwarttrainer zu sprechen, und dann würden wir entscheiden. Weitere Fragen? Dubo? Was ist in der Schweiz passiert? Da hört man aus Zürich, dass sie zu defensiv gespielt haben und das ein Grund Ihres Rauswurfs war. Serge, what happened in Switzerland? You played, that's what he hears, too defensive, and that was one of the reasons why you were fired in general? Well, there's a lot of different ways to look at the, there's always two sides to every story, right? But no, but listen, like in Switzerland was, even though it didn't go my way, was a great experience. And obviously we missed on average 6 guys per game early in the year. And when I finally thought that the team were coming around, so we were missing a lot of top players, and I had to adjust our game to make sure that we were able to survive. And you know, like after Christmas, actually, we before I got dismissed, we were the best team in the league. We went 5 wins and 1 overtime loss, 2-1 before I got dismissed. So it's part of the game. I just ran out of time, but I really have a feeling that we were moving in the right direction. And I don't believe in like all defensive hockey. I believe in responsible, smart hockey, but I want to play fast. I just want to make myself very clear right now. I want us to play with passion, and we will. And I want us to compete. So that's what I'm looking for, really, a team that competes hard. And for now, Zurich is behind me. It's about moving forward, and I'm just excited to be here. Also um das erstmal gleich vorneweg klarzustellen, also er glaubt überhaupt nicht an nur defensives Eishockey. Natürlich müssen die Spieler verantwortlich spielen, aber vor allem schnell. Darum geht es ihm. Er sagt, sicherlich gibt es immer zwei Seiten so einer Geschichte wie in Zürich. Er sagt, er hat das Gefühl, dass am Ende ist ihm so ein bisschen die Zeit weggelaufen, denn am Anfang der Saison musste er auf viele Leistungsträger verzichten, bis zu 6 im Schnitt.
Deshalb musste er natürlich auch das Spiel ein bisschen anpassen, weil halt diese Leistungsträger gefehlt haben. Und dann um Weihnachten herum und auch danach, als er das Gefühl hatte, dass es richtig gut lief, dass sie in Schwung gekommen sind, dann hatten sie 5 Siege und ein Unentschieden oder eine auf der auf im, und dann haben sie ihn leider freigestellt, genau in dem Punkt, wo er das Gefühl hatte, dass es gerade losging. Weitere Fragen? Ja. I'm gonna repeat it just for the viewers. Die Frage ist, ob es, dass es nicht einfach sein wird, mit München und Mannheim mitzuhalten, und die Frage ist, was das Ziel sein wird. Well, I can tell you, like every coach in the league, we're all thinking the same right now. We all want to win our last game, right? That means we had a good year. But it won't be easy, and I don't expect easy. You know, I think when you take your time and you look around at the league, there's a lot of parity. You know, a lot of parity. Like it is a tough league, and you need to be at your best every night in order to have a chance. So, do we want to compete against the best? Absolutely. Do we want to be what I'm looking myself on a daily basis? I want us to get better, and I want us to compete and stick together as a family, as a group, for the guys. Obviously, it will take time a little bit to establish our final gear, but it's the same for everyone. But to answer your question, it'll be a great challenge. It's going to be a big challenge. We're aware of that, but we'll make sure we're ready for it. Also er sagt, es wird eine große Herausforderung sein in der kommenden Saison, aber er wird alles dafür tun, damit das Team bereit ist dafür. Er sagt auch, dass natürlich jeder Trainer jetzt zu diesem Zeitpunkt daran denkt und das Ziel hat, das letzte Spiel zu gewinnen. Nämlich eigentlich ist nur dann die Saison eine richtig gute. Er sagt aber, dass was jetzt erstmal im Vordergrund steht und was auch wichtig ist, weil es sicherlich auch eine Zeit brauchen wird, ist überhaupt jetzt erstmal die Sachen zu implementieren, die wichtig sind. Nämlich, dass die Mannschaft jeden Tag hart arbeitet, dass sie immer da ist, dass sie sich mit den Besten dann auch misst und dass sie zusammenhält wie eine Familie. Manuel, würdet ihr auch das Mikro nochmal? Habt ihr da? Danke. Der Sportdirektor hat die Mannschaft aus der Versenkung geholt und hat sie bis ins Viertelfinale geführt. Haben Sie sich darüber schon mal mit ihm unterhalten? Denn er hat genau das gemacht, was Sie gesagt haben, hartes Training, damit man den Level der anderen Spitzenmannschaften erreicht. Did you talk about the Reach, like being the coach and making it to the quarterfinals with the team, with like hard practice and to compete again after the team was kind of down? Not really. We didn't talk that much. But I'm a big believer in fitness. I believe in competing. And if you don't compete in practice, you cannot compete in games. It's as simple as that. So we will compete. I can guarantee you this. And, you know, like skills is good. Talent is great. We need all this. But without compete level means not a whole lot. And that's, I'd like to make sure that we had skill and speed and all those things to our compete level. And this is the base of our work. And, but I did not talk to Stefan about, for me, really, it's about moving forward. And what happened like 6 months ago, 2 months ago, it's behind us. Now it's about, you know, taking a step forward and going with it.
Also für ihn geht es darum, in die Zukunft zu schauen. Das, was 6 oder 2 Monate her ist, ist hinter uns. Da beschäftigt er sich nicht so doll mit, hat mit Stefan auch noch nicht über die vergangene Saison weiter gesprochen. Er sagt, das, was ihm wichtig ist, er glaubt stark an Fitness, dass das ein wichtiger Bestandteil im Eishockey, im Sport ist. Und natürlich auch daran, dass die Spieler an jedem Tag, ob im Training, im Spiel, irgendwie ihr Bestes geben, dass sie wirklich immer sich messen mit den anderen. Wie gesagt, auch im Training. Und wenn man das im Training nicht tut, dann kann man auch nicht gut spielen. Da kann man genug Talent haben, da kann man technisch tolle Fähigkeiten haben. Wenn man nicht immer alles gibt, dann wird man auch nicht erfolgreich spielen können. Stefano und Peter, Mannheim verpflichtet wöchentlich fast Top-Spieler, neue Spieler, München auch. Seid ihr auch bereit und in der Lage, finanziell mit München und Mannheim mitzuhalten? Und ist es euer Ziel natürlich auch, solche Top-Spieler, die einen sehr, sehr guten Namen im internationalen Eishockey haben, zu verpflichten? Erstmal, ich kenne ein Wort, es ist: Wollen wir gut Eishockey verpflichten? Wollen wir mit Mannheim und München mitspielen? Normalerweise, wie du sagst, die große Namen. Für mich, ein Ortega war kein großer Name, aber gehört zu einem großen Spieler. Das ist eine große Zukunft. Es ist die Spiele zu finden, dass zu uns gut passt, dass wir denken, dass er wird einen Unterschied, eine gute Rolle bei uns spielen. Und jetzt werden wir versuchen, diese Spiele zu finden. Und es lag nichts immer in finanziell. Es hilft viel, aber es lag immer nichts immer in finanziell. Peter, habt ihr genug finanziellen Spielraum? Also um solche Spieler wie Belé in Mannheim oder ja? Ja, die Frage ist, schreibst du den Namen der Spieler? Das glaube ich, wir suchen Spieler, die passen. Wie gesagt, wir haben viel junge, talentiert. Ich glaube, wenn du siehst, was wir in der Vergangenheit gemacht haben mit unseren jungen Spielern, ist nichts nur, dass wir die Jungs entwickelt haben. Ich glaube, es sind viele Spieler, die sind in der Mannschaft reingekommen. Das ist eine Sache, die Jungs zu ausbilden. Die zweite Sache, hast du die the Geduld, die junge Spieler auszugehen. Ich glaube, das ist ein bisschen anders in Munich und Mannheim. Vielleicht brauchen die das für die Zeitung, weiß ich nicht. Ich will noch gute Spieler, ist absolut keine Frage. Aber wir suchen, was zu uns passt und was unser Weg ist. Und was die machen, können wir nichts. Aber zu euren erfolgreichsten Zeiten hattet ihr auch nicht nur heurige Hasen, also nicht nur junge Spieler, sondern sehr, sehr gute ausländische Spieler auch gehabt im Team. Ja, dass wir zu Ende können wir reden, wie die gespielt haben. Aber ich glaube, wenn Rob Sepp gekommen, hat jeder gesagt, war von welcher Rockband war Rob Sepp. Keiner hat gewusst, der hat mehr gesehen, ein bisschen in Finnland, aber der hat Überraschung gespielt. Jetzt sagen wir haben einen überragenden Torwart gehabt. Aber ich glaube, bevor er hier gekommen ist, hat keiner eher gewusst. Bei Walker war all der gleiche. Der hat nur in die IHL gespielt, der hat keine NHL erfahren. Wir haben Glück vielleicht mit Peterson, aber Ende des Tages, was die auf Eis bei den Eisbären produziert oder gemacht, das hat die als Top-Leute. Nichts, was vorher passiert ist oder als Big Signing. Die sind hergekommen und haben was gezeigt und jetzt sagen wir, die war Top-Spieler. Manne? Peter, da habe ich doch noch mal eine Frage und zwar, jetzt sind ja viele junge Spieler U23, müssen 2 bei den Eisbären spielen. Also sind die nicht mehr in Weißwasser. Bleibt die Zusammenarbeit mit Weißwasser? Ich glaube, mit Weißwasser, wir haben Glück gehabt mit unserer Academy hier in Berlin. Das geht bis U19, U20. Haben wir Glück gehabt, dass wir eine sehr gute Beziehung zu Weißwasser haben. Ich glaube, letztes Jahr haben die in Playoffs, ich glaube, 9 unter 23 Spiele in Playoffs gehabt. Die haben ein erfolgreiches Jahr,
wo die fünfte Platz, wo ist die beste Platzierung, die haben in der ganze Zeit, die in der DL2 war. Und die glauben in, was wir wollen machen. Die waren sehr glücklich, dass wir so viele Spiele da hatten. Ich glaube, das funktioniert für beide. Und die Sache mit muss zwei spielen, dass uns so oder so spielen wir mit den Jungs. Es muss nichts Regel geben. Und da wollen wir, ich glaube, Ende des Tages, wenn du einen jungen Spieler fragst, warum wir zu einer Mannschaft gehen, er will spielen. Und da haben wir gesagt, wenn das ein Müller war, ein Wismann oder eben die paar alte Spieler, die Chance bekommen, ich glaube, wenn wir das entwickeln und das machen, dann haben wir die Möglichkeit, gute junge Deutsche hier zu bringen. Und ja, wir müssen unseren Weg finden. Wie Peter Tran gesagt, es ist die Eisbären-Identität, mit jungen Spielern zu spielen. Und bei Müller und Kai Wiesmann ist das beste Beispiel, es war keine U23-Regel und sie war schön, sie haben schön bei den Eisbären gespielt. Und mehr ist den Weg, dass wir dann mehr junge Deutsche reinbringen. Ja. Ja, wir haben einen sehr guten verstanden. Sie haben einen sehr guten Trainer für unser junges Spiel. Corey Nielsen ist dort geblieben, sind wir sehr froh. Und ja, wir haben alles funktioniert, so wollen weiter so arbeiten. Würde es auch Abgänge geben? Also im Vergleich zur Mannschaft vom letzten Jahr, also 9 sind ja insgesamt schon weg, die bekannt gegeben worden, wird es weitere Abgänge geben? Müssen wir sehen, wie es wird im Sommer laufen. Es könnte sein, dass mehr Spiele müssen gehen. Woran hängt das? Also ob sie fleißig sind oder nicht fleißig, oder wie, aber fleißig sind sie ja immer gewesen. Es kommt darauf an, wie die Planung die in den Sommer geht. Und das, wie gesagt, es gibt keine feste Entscheidung getroffen, aber es könnte sein, dass Spiele müssen noch gehen. Verstehe ich nicht. Woran hängt es jetzt, ob die gehen müssen oder nicht? Das kann ja nicht. Ja, Sie sagen, du sagst jetzt die Planungen im Sommer. Ja, ihr müsst ja jetzt schon eigentlich einen Plan haben. Wir haben einen Plan. Oder wir brauchen Spieler, wir brauchen auch noch ein paar Ausländer. Und wie gesagt, es könnte sein, dass eine andere gehen. Eine ist, das war schon bekannt, ist Fischbuck, aber es ist noch bei uns unter Vertrag, aber wir haben schon ihm gesagt, dass er nichts mehr unter Plan ist. Und es könnte auch sein, dass ein oder andere muss auch gehen. Aber wenn die jetzt sagen, okay, ist ja schön von euch, aber ich habe einen Vertrag, also am 1. August bin ich hier. Das gehört dazu, ja. Gesundheitliche Rolle ist nicht an der Reihe. Wir wissen alle bei Buschi, warten mal, auch ist noch krank geschrieben. Und wir müssen jetzt sehr in Miesbach. Und er kommt nächste Woche zurück. Müssen wir mit ihm einsetzen, wie es ihm geht. Und auch mit die Art sprechen, wie es ihm geht. Und dann sehen wir am besten. Für uns ist es mit Buschi, dass er gesund ist. Und man weiß schon, dass in den letzten 2 Jahren schon 3 Gehirnschädigungen bekommen. Und wir wissen schön mit der Erfahrung mit Rusti, wie schwer das ist. Und wir müssen sehen, wie es ihm geht mit seiner Gesundheit. Oppenheimer? Oppenheimer hat keinen Vertrag. Und wir haben gesagt, es ist noch offen. Aber im Moment können wir sagen, das ist nichts in unserem Plan. Gibt es noch weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann sage ich natürlich, dass wir noch... Vielleicht für die nächsten Wochen bei uns, wie Serge hat schon angestellt, sehr die Woche. Er wird die Woche in Berlin, er wird zurück nach Zürich fliegen. Er wird dann wieder in Juni sein, vor ein paar Wochen ein Fest am 1. Juli. Wir haben unser Development Camp am Anfang Juni. Unser Trainingslager, die letzten Spiele müssen am 28. Juli erst sein. Wir planen am 1. oder 2. August auf den Meister gehen mit der ganzen Mannschaft.
Vorbereitungen, wir sind nichts komplett, aber was fest ist, ist Weißwasser am 11.8. Und das Turnier in Dolomiten Cup ist fest. Wir planen, es ist noch nicht offiziell, aber ein Trainingslager zu haben in Österreich. Dort zu bleiben für eine Woche und auch am Ende August, wenn wir dort bleiben, ein Spiel in Österreich zu spielen und vielleicht einen in der Tschechei zu spielen. Und dann gibt es noch zwei weitere Vorbereitungsspiele, zwei oder drei Vorbereitungsspiele zu finden. Okay, danke Stefan. Dann danke ich auch nochmal allen fürs Kommen. Danke allen Zuschauern und wünsche noch eine schöne spielfreie Eishockeyzeit. Natürlich sind noch individuelle Interviews jetzt vor allem auch für die Fernsehkollegen möglich. Und wir machen natürlich auch noch ein Foto. Nur extra für Herrn Engler. Dankeschön.